Ja zur Nationalität, unverzüglicher Austritt aus dem NATO-Aggressionsbündnis, Rücktritt von den Besatzungsverträgen, Abzug der deutschen Truppen aus dem Ausland und Verankerung einer Friedensklausel im Grundgesetz. Drucksache 6/3249. Das Wort zur Begründung hat der Abgeordnete Herr Pasteurs von der Fraktion der NPD. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, der heutige Antrag meiner Fraktion Nein zu einem Krieg gegen Russland, Ja zur nationalen Souveränität kann durchaus als eine friedensstiftende Maßnahme bezeichnet werden, um im Sinne gut nachbarschaftlicher Beziehungen in Europa Friedenssicherung zu betreiben. Unter Punkt 1 unseres Antrags fordern wir auf der Grundlage des Artikels 13 des Nordatlantikvertrages, erlassen am 4. April 1949 in Washington D.C., den Austritt unseres Landes aus der NATO. Wir tun dies auch vor dem Hintergrund, dass die NATO schon längst den Charakter eines reinen Verteidigungsbündnisses aufgegeben hat. Vielmehr ist es so, dass diese militärische Allianz mittlerweile offen zur Unterdrückung und militärischer Intervention anderer Völker eine große Rolle spielt, die wir aus deutscher Sicht nicht mehr länger unterstützen dürfen. Die geostrategischen Interessen der Vereinigten Staaten von Nordamerika sind längst Leitschnur des praktischen Handelns der NATO-Mitgliedstaaten geworden. Deutschland muss ein Land des Friedens bleiben. Wir fordern daher in unserem Antrag unter Punkt 2, dass die Landesregierung sich auf Bundesebene für eine Ergänzung des Grundgesetzes einsetzen soll, nach dem Vorbild des Artikels 5 der Verfassung der Republik Ecuador, in dem es heißen soll, Deutschland ist ein Land des Friedens. Erlaubt werden auf deutschem Boden deshalb weder militärische Stützpunkte fremder Staaten noch ausländische Einrichtungen, die militärischen Zwecken dienen. Außerdem ist es verboten, ausländischen Streit- oder Sicherheitskräften deutsche militärische Stützpunkte zu überlassen. Dies bedeutet selbstverständlich dann, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch den Rücktritt unseres Landes vom Vertrag über den Aufenthalt ausländischer Streitkräfte in der BRD vom 23. Oktober 1954. Unter Punkt 4 unseres Antrages finden Sie dann auch die hieraus folgende Forderung vom Abkommen zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrages über die Rechtsstellung ihrer Truppen vom 19. Juni 1951, dem sogenannten NATO-Truppenstatut, zurückzutreten. Anlass dieser wiederholt von uns vorgelegten Forderungen ist der Krisenherd in der Ostukraine und die auch von Mitgliedern der Regierungsparteien in Berlin und besonders den westlichen Medien vorgetragene Hetze gegen Russland. Wir Nationaldemokraten stellen fest, dass schon weit vor den Umwälzungen in Kiew Vertreter der sogenannten westlichen Wertegemeinschaft, eigentlich nach meiner Einschätzung ein Synonym für Dekadenz und zivilgesellschaftliches Satrapentum, eine gesellschaftspolitische Stimmung entfacht wurde, die nichts, aber auch gar nichts mit den vielbeschworenen Freiheits- und Friedensbestrebungen des Weltpolizisten USA gemein hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Westextremisten in der BRD, zu denen ich Sie zähle, und in den USA wollen es offensichtlich nicht hinnehmen, dass es auf dieser Erde Wertvorstellungen gibt, die denen des sogenannten freien Westens in wirtschaftlicher wie kultureller Weise nicht entsprechen. Wir erinnern uns noch gut, dass unter anderem westliche sogenannte NGOs wie etwa die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung versuchte, zunächst die Ukraine im Osten dieses Landes auf Freedom and Democracy zu trimmen und somit Voraussetzungen zu schaffen, in Kiew eine US-genehme Regierung installieren zu können. Meine Damen und Herren, ganz besonders nach dem Ausbruch offener kriegerischer Handlungen in der Ostukraine merkt man am Verhalten der BRD, dass Wolfgang Schäuble recht mit seiner Behauptung hat, dass Deutschland seit 1945 noch nie souverän gewesen ist. Ein Schlüssel zum besseren Verständnis der Lage
an der ukrainisch-russischen Grenze bietet eine Formel des englischen Geographen Sir Harold Mackinder, der 1904 für das Geographical Journal der Royal Society eine Abhandlung verfasste. Seine Formel lautet, Zitat, wer über Osteuropa herrscht, beherrscht das Herzland. Wer über das Herzland herrscht, beherrscht die Weltinsel Eurasien. Wer über die Weltinsel Eurasien herrscht, beherrscht die Welt. Zitiert nach Brzezinski 1999 in Frankfurt erschienenem Buch mit dem Titel, das ist der Berater, der ständig auch Präsidenten, auch Carter schon beraten hat, die einzige Weltmacht. Und weiter, dieses gewaltige Territorium wird auch als strategische oder geopolitische Ellipse bezeichnet. Dort befinden sich rund 2/3 der weltweit bekannten Erdgas- und Erdöllagerstätten, bei denen sich eine Förderung wirtschaftlich lohnt. Brzezinski äußerte auch als Berater des Center for Strategic and International Studies, dass dieser, wie er es nannte, eurasische Balken für die USA von größter Wichtigkeit sei. Zitat Ende. Und genau darum geht es auch bei den kriegerischen Auseinandersetzungen im Osten der Ukraine, in Irak, im Iran, in Afghanistan und die kaspisch-kaukasische Region von der Ukraine bis Usbekistan. Spätestens nach der offenen militärischen Unterstützung der Taliban durch die USA in Afghanistan 1979 gegen die Sowjettruppen wurde klar, welche Absichten die Amerikaner verfolgten und dass die Kriegstreiber auch im Pentagon und im Weißen Haus sitzen. Aufschlussreich ist, wie klar und deutlich der Publizist Peter Scholl-Latour bereits im Jahr 2000 analysierte, als er schrieb, Zitat, noch vor einem Jahr glaubte jeder, es sei den großen amerikanischen Energiekonzernen gelungen, die Russen aus ihren Einflusszonen im Südkaukasus und Zentralasien zu verdrängen. Es schien, als hätten sie die Ausbeutung der gewaltigen Vorkommen an Erdgas und Erdöl dieser Region sowie deren Abtransport über nicht russisches Territorium an sich gerissen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, seit der Ära Putin wissen wir, dass es, so möchte ich sagen, Gott sei Dank, anders gekommen ist. Und weil die große Frage eben nicht lautet, Demokratie ja oder nein, darum geht es nur vordergründig. Ganz abgesehen von der Frage, was Russen eigentlich unter Demokratie im Gegensatz zur Definition der Amerikaner verstehen. Nein, es geht um die Entreißung der größten Energievorkommen der Welt aus dem Einflussbereich der Russischen Föderation. Dabei bedienen sich die internationale Hochfinanz und die Global Player mit ihrem maßstäblichen Stiefelknecht USA fast schon traditionell zweier Werkzeuge. Erstens, die NATO ist der militärische Rambock und zweitens die EU der ökonomische. Und im Zentrum der Kriegsallianz gegen Russland steht in Europa Deutschland. Doch will das deutsche Volk wirklich gegen Russland einen Wirtschafts- oder gar heißen Krieg führen? Diese Frage lässt sich mit einem klaren Nein beantworten. Wir alle Umfragen beweisen. Vielmehr ist es an guten wirtschaftlichen Beziehungen zu diesem unter Putin wieder erstarkten Land interessiert. Die offizielle deutsche Politik ist jedoch über die sogenannte Atlantische Brücke ferngesteuert. Aber auch die westlichen Massenmedien befeuern die Kriegshetze gegen die Russen. Mal wohl dosiert und mal schlicht und ergreifend plump. Und sorgen auf diese Weise mit für die Gefahr kriegerischer Verstrickungen der BRD im Rahmen des Aggressionsbündnisses NATO. Meine Damen und Herren, das Nordatlantische Bündnis hatte infolge nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgten Ost-West-Blockbildung durchaus seine Bedeutung. Es hatte die Aufgabe, laut dem ersten NATO-Generalsekretär Lord Ismay, to keep the Americans in, the Russians out and the Germans down. Wir alle haben guten Grund, meine sehr verehrten Damen und Herren, aus der NATO auszutreten, die US-Besatzungstruppen nach Hause zu schicken, uns freundlich von ihnen zu verabschieden und ihnen zu sagen, it was a nice time with you, but now it's time to say, Ami, go home. Und das tun wir.
Und das wollen wir auch von den Nationaldemokraten, dass endlich die Amerikaner aus Deutschland als Besatzungstruppen verschwinden. Das ist kein Anti-Amerikanismus, sondern eine freundliche Aufforderung an einen Gast, er möge unser Haus verlassen. Meine Damen und Herren, ein Krieg zwischen Russland und der NATO wäre ein Krieg auch in Zentraleuropa. Für die Amerikaner, weit vom Schuss, wäre so ein Konflikt von großem Nutzen. Die großen Verlierer bei diesem Spiel wären einmal mehr die Russen und ihre Verbündeten, aber ganz besonders wir Deutschen. Deshalb sind wir Nationaldemokraten gegen einen Wirtschaftsboykott und vor allem gegen jedwede Kriegstreiberei unseres europäischen indirekten Nachbarn. Ich bitte Sie, unseren Antrag zu prüfen, eine nicht so primitive polemische Gegenrede zu halten, wie das der Herr Schulte gemacht hat bei unserer Aktuellen Stunde, als er auf den sogenannten Überfall auf die Sowjetunion abhebte und sich gar nicht mit dem Inhalt unseres Kommentars beschäftigte, und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Ältestenrat ist vereinbart worden, eine Aussprache mit einer Dauer bis zu 90 Minuten vorzusehen. Ich sehe und höre keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und das Wort hat der Abgeordnete Herr Ritter von der Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Lied von der kleinen weißen Friedenstaube, das mag ich wirklich sehr gern. Aber so eine braune Friedenstaube, die ist einfach lächerlich. Also alles zusammengekramt, was er in seinem Kopf in den letzten Jahren hier zusammengesammelt hat und präsentiert uns so seine Weisheiten. Also man kann darüber nur noch staunen. Und das, nachdem die Europakarriere des Kollegen Pasteurs gescheitert ist, die Achse Dresden-Schwerin zerbrochen ist und der kommunalpolitische Einfluss der NPD auch in Mecklenburg-Vorpommern schwindet. Aber wahrscheinlich waren das die Gründe, warum die NPD versucht, mal wieder große Weltpolitik hier im Landtag Mecklenburg-Vorpommern zu machen. Und wir wissen alle, sie tut das nicht zum ersten Mal. Schon mehrfach beantragte die NPD-Fraktion von Schwerin aus, die NATO zum Wanken zu bringen. Sie tut das in dem Wissen, dass sie auch dieses Mal keine Zustimmung zu ihrem Antrag erfahren wird. Sie tut das in dem Wissen, dass die demokratischen Fraktionen hier im Parlament durchaus unterschiedliche Auffassungen zum Thema NATO haben und sich deshalb aber von NPD nicht auseinanderdividieren lassen. Sie tut das in dem Wissen, dass ihr kaum jemand in diesem Land abkauft, Friedenspartei zu sein. Und sie tut das auch in dem Wissen, dass ihr plötzliches Bekenntnis zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland als hilfloser Versuch angesehen wird, das NPD-Verbotsverfahren zu verhindern. Dennoch, liebe Kolleginnen und Kollegen, behelligt uns die NPD-Fraktion mit einem staatstragend daherkommenden Antrag. Die Aufrichtigkeit dieses Antrages hat die NPD-Fraktion jedoch schon mehrfach selbst widerlegt. Kostproben gefällig, Herr Pasteurs. Kamerad Müller in der Landtagssitzung vom 5.3.2009, ich zitiere, die Staatsgrenze Polens umfasst nach wie vor einen Großteil unserer deutschen Heimat. Jeder weiß, dass Deutschland hinter Swine, Oder und Neiße nicht aufhört, Zitat Ende. Und der Möchtegernführer Pasteurs in der Süddeutschen Zeitung vom 2.9.2012, ich zitiere, wenn wir selbstbestimmt sagen, Europa ist das Land der weißen Rasse, und so soll es auch bleiben, dann haben wir ein Recht darauf, das notfalls mit militärischer Gewalt sicherzustellen. Zitat Ende. Und noch einmal Pasteurs in der Landtagssitzung vom 11.04.2014. Herr Holter, Sie sprachen von der Oder-Neiße-Grenze, von der Friedensgrenze. Ich sage Ihnen, die Grenze ist völkerrechtswidrig und das werden wir Nationalisten niemals akzeptieren. Zitat Ende. Im Übrigen ist auch interessant, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die NPD-Fraktion auf dieser Landtagssitzung auch das Wort wir Nationalisten nicht mehr ausspricht, sondern immer von mir Nationaldemokraten spricht. Auch das ist offensichtlich ein hilfloser Versuch, dem NPD-Verbotsverfahren etwas entgegensetzen zu wollen. Und dieses, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das eben Zitierte, das ist das wahre Gesicht der NPD-Fraktion und nicht das angebliche Eintreten für eine Friedensklausel im Grundgesetz. Und schließlich, meine sehr verehrten Damen und Herren, will ich noch eines deutlich sagen. Wenn Mitglieder und Abgeordnete einer Partei und einer Fraktion, die die Vernichtung des jüdischen Bolschewismus eine tolle Idee finden,
wenn diese Herren wollen, dass die Bundeswehr wieder Wehrmacht heißt, damit jeder weiß, was das zu bedeuten hat. Wenn diese Vertreter der Herrenrasse und des Führerprinzips, wenn diese Herren, die sich selbst in der Nachfolge der Nationalsozialisten sehen, vor dem Hintergrund des 75. Jahrestages des Ausbruchs des vom faschistischen Deutschland entfesselten Zweiten Weltkrieges einen solchen Antrag stellen, da kann es nur eine Antwort geben: Wir lehnen diesen Antrag ab. Dankeschön.